So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry Primal hier aus dem Dorf der Venya, unserer nicen Base. Nachdem wir in den letzten Folgen den Säbelzahntiger als auch den Schneeblutwolf erlegt haben bzw. gezähmt haben, gehen wir hier wieder zu Roshani und schauen, was er uns über die Isila erzählen kann. Okay, er möchte eine Hütte von uns. Oh, und da fehlt einfach mal was. Südsteinstaub. Gibt's denn den Mist? Blöd gelaufen, würde ich mal behaupten. Ja. Wir haben ja auch noch einen Bären. Den wollte ich auch noch unbedingt machen. Wo haben wir denn hier unsere Dings? Ich mache nochmal eine Schnellreise, weil wir haben hier irgendwo einen... Genau, hier ist es doch. Hier haben wir doch was. Haben wir hier nichts mehr so? Südstein? Südsteinstaub? Gibt's denn den? Südliche Region von Orus, meist in der Nähe von Wasser. Wie viel brauchen wir davon? 150 für dem seine Hütte? Das ist jetzt aber ein Witz, oder? Muss ich doch nicht ernsthaft nochmal looten für den Otto. Das ist, glaube ich, der Nachteil, wenn man ein Reittier hat, wo auch immer mein Kumpane eigentlich gerade ist, da sammelt man dann automatisch nichts mehr ein. Können wir hier was machen? Nee. Na gut, der will immer Zeug vom Norden. Das ist jetzt blöd. Na, komm, siehste. Wollte schon sagen. So, und du hast sicher noch eine Quest für uns. Winja Guanars. Usigi. Usigi Quadiswada. Suchli. Sashwa. Mashajra su. Winja Hasar Suchli Smaya da. Uhai Takar. Aish Winja Salwata. Sushalain ha Nama. Aish Musa Paluhu. Isila Warste Dacha. Alright, Blutopfer. Eine neue Mission. Und sie wird wahrscheinlich im Süden stattfinden, gar nicht so weit weg von der Hauptmission oder von der Boss-Mission. Cool, cool, cool. Rette einen Venya-Jäger vor der Opferung durch die Isila. Als hin. Ich will mal gucken, wie wir es jetzt mit unserem Companion handhaben. Wir haben ja in der letzten Folge den... Ah, guck mal, da ist schon mal unser... Ich glaube, jetzt ist es der Schneeblutwolf. Ja. Den können wir leider nicht bereiten. Das stellt ein kleines Problem dar. Was haben wir hier? Stelle zwei Feuerwaffen. Okay. Waffengeschick. Das machen wir nie. Markierungsreichweite, Angriff 2. Ja, den brauchen wir für Elite-Gegner auf jeden Fall. Wo ist denn jetzt unser Companion? Ah, dem seine Hütte können wir sogar upgraden. Handwerk, Karte. Okay, so ganz mit den Companions habe ich es noch nicht verstanden. Naja, dann bleibst du halt erstmal mein Kompagnon. Und wir retten den Venya. Und mit ein bisschen Glück, wenn die Mission jetzt nicht zu lange geht, können wir auch noch die dritte, Bestienmeister-Mission ablegen. Die des Bären, oder hat er einen Sondernamen, der große Narbenbär. Ja, natürlich.
Wir nehmen erstmal ein bisschen was mit. Wir haben ja gelehrt bekommen, dass es hier durchaus Rohstoffe gibt, die man braucht. Oh, hier ist was gestorben. Oh. Mal gucken, was der Schneeblutwolf so kann. Ich meine, der Säbelzahntiger hat natürlich die Messlatte weit oben angesetzt. Oh. Ja, da ist Ruhe. Alright, dann gehen wir mal hier hin. Und hier ist immer noch dieser... Boah. Die Sounds sind schon gut. Von den ganzen Tieren. Boah. Scheiße. Tushi. Jaguar. Junge, Junge. Nehmen wir ein bisschen Südstein mit. Das Blutopfer. Oh, und hier ist Stonehenge. Completed. Okay, wir gucken erstmal mit dem Eulchen rein. Mhm. Hier ist schon mal ein Companiero. Und hier sind ganz viele. Gucken, haben wir irgendeinen Elite-Gegner? Da würde ich gerne mal den neuen Skill meiner Eule einsetzen. Aber doch. Am besten machen... Ah ne, das ist ein Horn zum Hornen. Am besten machen wir den erstmal. Ich muss doch mal gucken, wie man die Bomben für die Eule herstellt. Warnung, Eule ist auf dem Rückweg, wird in 60 Sekunden erst ankommen. Okay, so lang ist der Cooldown. Das ist aber ziemlich lang. Okay. Okay. Ich sollte sehr schnell dieses Horn zerstören. Nein! Weg! Oh, weg da! Oh, das war sehr wichtig. Ah. Ob es das einzige war, weiß ich nicht. Die Frau scheint... Ja, wer das denn? Hä? Da war doch gar keiner mehr. Meh. Okay, vielleicht sollte man nicht immer mit dem Wolf reinfahren. Okay. Wo kamen denn die anderen vor allem her? So. Na gut, dann müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Hier unten, oder was? Ach, da ist der dabei. Ich dachte schon. Ups. Oh, nein, nein, nein. Nicht auf den... Keine Ahnung. Gut. Kann ich dich jetzt befreien? Priesterin ist eingetroffen. Ups. Ja, was soll das heißen? Die muss auch weg. Okay. Okay. Und jetzt haben wir es, oder? Nice. Okay. Dann musste man diese ganzen Priesterinnen jetzt erstmal machen, oder habe ich es richtig verstanden? Gut. Hier ist auch noch ein Totem irgendwo, oder? Oh. Nice. Cool. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal hier hin. Zum Bären oder zum Beginn des Bärengebiets. Oder wir machen Finde Knochenstaub, um das Schädelfeuerfieber zu behandeln. Könnten wir eigentlich auch machen.
Hier sind wir halt schon sehr nah am Hauptboss. Ah, komm. Wir gehen erst nochmal ins Dorf zurück und reden mit Rojani. Der wird uns ja wahrscheinlich noch eine Mission geben. Und dann können wir es uns nochmal überlegen. Beziehungsweise... Wir müssen erstmal zum Schamanen. Denn der gute Herr bekommt und hat sich auch regelrecht ein Upgrade für seine Hütte verdient. Hier hast du es, Kumpane. So, 3000 XP, ich glaube, oh, die Hütte haben wir auch wirklich maxed. Die können wir gar nicht mehr upgraden, das ist natürlich auch cool. Dann gehen wir zu Rojani, der war irgendwo, genau, da hinten, Punkt wird schon angezeigt, wenn man vom Teufel spricht. Hier unten ist Pissemann, kennt man, Koshani ist hier und Rojani dahinter. Upgraden können wir aber, glaube ich, nichts mehr. Muss ich auch gar nicht gucken. Was hast du noch für uns? Alright. Ja, das klingt auch gar nicht mal so uninteressant. Boah, aber das ist kein guter Spawnpunkt. Da muss man auch wieder da hoch. Haben wir da nicht sogar gerade... Ja. Ja, komm, wir machen die Mission. Dann heben wir uns den Bären erstmal auf. Im Zweifel für die nächste Folge. Markieren müsste ich sie aber. Blöd nur, dass ich auf meinem Wölfchen nicht reiten kann. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob man das im Menü auswählen kann, welchen man gerne da haben möchte. Vielleicht steht das hier auch irgendwo. Aber wenn ich hier bin... Ah, hier kann man die Sachen auch herstellen. Gut zu wissen. Die ganzen Bomben. Habe ich eigentlich noch Upgrades? Wuff, Splittergürtel. Haben wir Upgrades? Sonst haben wir nichts groß. Aber wir haben auch schon sehr viele Sachen max tatsächlich. Eule, Ausruhzeit. Ja, das könnte ganz interessant sein. Aber irgendwie die Companions kann ich mir nicht aussuchen. Natürlich blöd, weil diese seltenen Tiere, die kann man ja nicht nochmal einfach so finden. Wäre jetzt natürlich blöd, wenn mein Säbelzahntiger weg ist. Weil gerade für den Bären, glaube ich, hätte der ein bisschen mehr gebracht. Ich glaube, der Wolf, nichts gegen den Schneeblutwolf, ist auch ein schönes Tier. Der ist auch irgendwie so langsam, was ist denn los? Der reagiert auch teilweise nicht auf meine Angriffsbefehle. Naja, gut. Könnte besser laufen, würde ich mal behaupten. Also, manche Hütten sind versteckt, andere sieht man, beziehungsweise Lager. Und sie haben auch Gefangene. Das sind Rojanis Worte. Und damit geht's rein. Der Feuersturm. Okay, hier haben wir eine Lebensanzeige. Ah ja, genau, das sind diese Brenndinger. Brennen wir mal den ab. Das hatten wir schon in dieser Hauptmission mit diesem Abbrennen. Na gut, das. Muss den halt immer wieder anzünden, natürlich. Die Wiese brennt sich ja auch. Gucken, ob wir überhaupt so viel selbst machen müssen. Oh, da kommen auf jeden Fall welche. Hier nochmal ins Feld. Oh. Ah ja, gut. Ich habe nichts gesagt. Ist auch ein guter Companiero. Boah.
Er räumt auf. Was kann ich hier noch alles abfackeln? Na gut, die Hütte brennt, glaube ich, jetzt eh. Boah. Übernimm dich aber nicht, Wölflein. Brauchst ein bisschen was zu essen. Ich auch. Boah. Na gut, er haut die schon gut weg. So ist es nicht. Na komm. Hey. Hier noch? Haben doch jetzt eigentlich alles irgendwie. Ah, gut, hier das Getreide wahrscheinlich noch. Boah. Der Wolf. Na komm. Sonst sehe ich jetzt nichts mehr, was wir noch machen könnten. Ah, das hat aber jetzt auch. Also mit den tierischen Helfern geht das hier auf jeden Fall alles ein bisschen schneller. Auch ein bisschen stressfrei. Ich hoffe, die können uns dann im Boss, in den Bosskämpfen auch zu Hilfe stehen. Gegen die Isila und gegen die Uda. Da. Haben wir noch was? Hier? Okay. Ich warte, dass die Mission erfüllt ist. Wir müssen ja wohl sehr präzise alles abfackeln. Na gut, dann nehmen wir die Dinger halt auch noch mit. Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. Aber alles meint er wohl alles. Erscheint ja doch noch ein relativ großer Teil hier nicht. Oh, guck mal, hier sogar noch Bereiche ja, dabei, die eigentlich nicht dabei sein sollten. Also entweder sehe ich jetzt was nicht oder hier ist noch was nicht komplett abgebrannt. Das Ding ist ja... Also ich sehe jetzt nichts mehr, was noch fehlt. Oder weiter oben. Ah, vielleicht das Ding? Ah, okay, hier ist noch ein Feld. Gut. Boah. Sag das doch gleich. Jetzt warten wir. Nice. Alright. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück ins Dorf. Haben uns ja jetzt eh schon eine Mission gewidmet. Oh, es gibt gar keine. Oder noch gibt es keine neue. Oh. Ja, ich sehe jetzt keine neue Mission von ihm hier. Dann würde ich sagen, machen wir doch die nächste Da-Mission und gehen hier in das Bollwerk, was wir schon eingenommen haben. Hoffentlich triggern wir jetzt nicht die Hauptboss-Mission.
Das wäre ungünstig. Und dann machen wir die zwei verbleibenden Bestien, den Mammut und den Bären, doch in den nächsten Folgen. Und gehen dann abschließend aber auch zu den Bossen. Das, denke ich mal, nimmt dann auch eine komplette Folge nochmal ein. Ja, und hier müssen wir sowieso erstmal gucken, wie wir runterkommen. Auf welcher Höhe ist denn das? Okay, es ist unten. Hier ein Reittier wäre jetzt ganz cool. Aber so weit ist es auch nicht weg. Von daher schwamm drüber. Aber hier links rum. Ja, oh, hier sind sogar... Boah. Ein unbezwingbares Tier, dieser Wolf. Jetzt sind wir sogar noch einen Ticken zu weit oben. Oh, dieses Nordgebiet gefällt mir auch sehr gut. Das ist so ein bisschen sehr anders von dem Rest des Spiels. Sagen wir mal jetzt dieses Süd- und Mittelgebiet, das ist ja schon eher ähnlich. Aber hier im Norden auch immer mit diesem Himmel, der teilweise rot wird. Knochenstaub. Alright. Markiere den Udarmheiler, der den Knochenstaub für da herstellt. Oh, wenn ich den finden würde, holen wir erstmal das Eulchen raus. Ja, genau. Die sieht nämlich mehr wie ich. Aha. Hier haben wir ein paar. Ah. Folge. Okay. Vielleicht sollten wir da erstmal ein bisschen die Sniper und so ausschalten. Wenn man das Sniper nennen möchte, natürlich. Und vielleicht auch nicht direkt in den Lowground wechseln. Das könnte ein schlechtes Dread sein. So, wir sollen ihn ja auch nur verfolgen und nicht umlegen. Ja, das könnte ein bisschen kritisch werden. Boah, clean. Line Shots. Ah! Fuck. Ah, Gegner in der Nähe gerufen. Ah! Ah, ihr blöden Giftochsen. Ah, scheiße. Kleiner Bogen. Ah, Mann, nervt doch nicht. Ah. Ja, hier oben können wir uns jetzt nicht so viel antun. Komm. Wolf ist ja auch dabei. Der übernimmt auch ein paar. Wo sind denn hier noch welche? Hier ist noch irgendwo einer. Ah. Na komm. Nur mal gucken, wie ich hier runterkomme. Na, hier, easy, zack, zack. Ah, mein Hund ist down. Das ist uncool von euch. Soll ich den eigentlich auch umhauen? Gut. Dann machen wir es so.
bisschen uneleganterer Weg, aber ja, wir sind mittlerweile echt gut equipped. Da ist er. Shaskani. Entkomme aus dem Udam-Lager. Ja. Man hätte das hier sicher safe super stealth machen können, ohne wahrscheinlich sogar überhaupt einen Gegner angreifen zu müssen. Aber ja, ihr wisst ja, wie es ist manchmal. So. Damit haben wir die Mission auch. Und mal gucken, ob wir jetzt schon zu da gehen. Jetzt zu ihm gehen können. Ah, sieht danach aus. Mal schauen, was er dazu sagt. Malshazar. Shaskani ti waidam. Gwarshta takar. Machi kabalpur gal. Nu da harha. Alright. Damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Es hat mir mal wie immer sehr viel Spaß gemacht. Zwei sehr interessante Charakter, die wir jetzt im Dorf haben. Und ich hoffe, sie sind bereit für die großen Kämpfe gegen die Isila und die Udam. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Liken, kommentieren nicht vergessen, wenn euch die Folge heute gefallen hat. Abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Bis dahin, ciao, ciao.